Arbeiten mit Assets bei Affinity Publisher oder in Affinity Publisher. Sie finden diese und Ansicht, Studio und dann die Assets. Ich habe die bei mir mal offen. Sie müssen sich das vorstellen, das sind wie Bibliotheken, Designbibliotheken, die Sie verwenden können. So, wie machen Sie hier eine neue? In den Optionen können Sie eine neue Kategorie erstellen. Da gäbe jetzt das Assets 2. Ich kann da zu meinen Assets wechseln. Ich habe hier Unterkategorien gemacht. Wie mache ich die? Eine Unterkategorie erstellen. Gut, wenn mir jetzt zum Beispiel die nicht gefällt, kann ich die einfach löschen. Löschen und dann ist diese Assets weg. Diese kann ich jetzt aufwärts verschieben. Dann wären die Grafiken oder die Bilder zuerst und dann die Formen. Oder ich kann diese wieder aufwärts verschieben, dann sind die da. Jetzt einfach wichtig ist, ich kann diese mit Drag and Drop reinziehen oder Doppelklick und dann klicken. Das geht auch. Die kann ich natürlich, wenn ich das Grafiken so groß machen, wie ich möchte. Wenn ich das jetzt aber umfärbe, dann passiert hier in meinem Assets nichts. Wenn ich das jetzt auch noch möchte, kann ich das reinziehen und kann dem natürlich auch einen Namen geben. Jetzt lösche ich die beiden. Ich ziehe das rein und ich ziehe das rein. Und Sie sehen, auch die Größe wird übernommen. Das geht auch. Sie können da alles reinziehen. Das funktioniert recht gut. Also ich kann hier auch ganze Kombinationen hineinziehen, die ich gemacht habe. Text, Bild, ganze Designs, ganze Sachen. Ich habe hier einen freigestellten Teller, den kann ich natürlich dann auch vergrößern, verkleinern. Das funktioniert. Ich lösche das mal. Die Idee ist einfach, dass Sie hier irgendwas erstellen. Ich mache da noch einen Text dazu. Und den ziehe ich jetzt mal ein bisschen auf. Ich könnte den noch auf dem schwarzen Pfeil, könnte ich das noch kurz irgendwie so rotieren. Und aus irgendeinem Grund gefällt mir das jetzt unheimlich. Ich kann das gruppieren oder nicht gruppieren und ich könnte das jetzt hier in den Text hineinziehen. Und dann gibt es mir zwei Sachen. Sie sehen jetzt, wenn ich das gemacht habe, hat es mir einen Text gegeben und ein Polygon. Ich mache das nochmals. Bearbeiten, nein, das ist unter Ebenen gruppieren. Jetzt ist das gruppiert, jetzt ist das eine Gruppe. Ich ziehe das nochmals rein und jetzt ist das eine Gruppe. Also, Text, Polygon und Gruppe. Wenn ich jetzt das nur einzeln brauche, rechte Maustaste, Asset löschen, ja, auf dem Dokument wird es nicht gelöscht, auch hier Asset löschen, bestätigen und dann ist das draußen. An denen, die ich rausgezogen habe oder meinem Original in dem Sinn, passiert nichts. Löschen, Doppelklick, klicken, dann kommt das rein. Doppelklick und aufziehen, kommt das rein mit der Größe. Was noch spannend ist, Sie können solche Assets auch exportieren und importieren. Also ich kann jetzt sagen, Asset exportieren, dann gibt es mir so ein Asset-File und das kann ich irgendjemandem schicken und der kann das importieren und mit diesen Sachen kann man dann arbeiten. Also Assets sind sehr gut, sehr spannend und wenn Sie gute Assets anlegen und die auch in gute Unterordner ablegen, können Sie diese in Ihrem Projekt recht gut unterstützen.